Ja, und so schnell kann es gehen, da ist das Spiel ja schon wieder vorbei. Du bist gestorben wie aus dem zweiten Teil und wenn man stirbt, ist ja sehr realistisch, kommt man sofort wieder zurück mit einem was? Mit einem Magnetgewehr. Das ist also der Preis, wenn man stirbt, man kriegt ein Magnetgewehr, das ist doch super, wahrscheinlich damit es beim nächsten Mal nicht nochmal passieren kann, damit man diesmal überlebt. Wir sind also wieder an derselben Stelle, ist ja wunderbar, das hatten wir eben eigentlich alles schon fertig, aber jetzt, ja, können wir das nochmal machen. Es hat ja so viel Spaß gemacht, die ganzen Viecher hier umzubringen. Komm da runter! Komm da runter! Das sind wahrscheinlich wirklich irgendwelche versteckten Alien-Polizisten mit ihren Tasern, kennt man ja. In den Staaten wird man ja sofort getasert, wenn man da irgendwo in einem Park pinkelt oder so. Warum miteinander reden? Das ist ja überbewertet heutzutage. Lieber tasern, da kann man nichts falsch machen. So, jetzt versuchen wir hier mal ein bisschen schneller voranzukommen. Vielleicht hauen denn die Monster von alleine ab. Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist immer das Problem. Gib einem Fluppi vier Waffenauswahlmöglichkeiten und er weiß schon wieder gar nicht, was er zuerst nehmen soll. Du kannst jederzeit benutzen, um das GPS anzuzeigen. Ja. Wie gesagt, diese Message könnten Sie beim ersten Mal oder nach dem zweiten Mal spätestens abschalten, weil es nervt. So, hoffentlich fahren wir jetzt hier nicht nochmal runter. Und hoffentlich ist diese Demo auch bald zu Ende. Und ja, perfekt, da fallen wir wieder in das Loch hinein. Und ich glaube, ja, meine Lust für dieses Spiel, ist am Ende dementsprechend. Vielen Dank fürs Mitgucken und bis später.